hat er dann auch erwischt. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal. Einmal rüber. Hups. Hups. Oh, das war für mich ein bisschen sehr weit. Hups. Hups, hups. Yay, ich fall komplett wieder runter. Hey, ja. Wir sehen, wie lange ich brauche, um da hochzukommen. La, 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 la. La, la. La, 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 la. Mist, nicht bis ganz drüben gekommen. Schade. Okay. 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 So, Reichweite. Ja, wir gehen jetzt sofort dahin. Hops, hops. Oh, das war knapp. Wow. Hier schneit's rein. Ich würde das Dach mal abdichten, ne? Was ist das? Hier in der Stadt erscheinen wir sehr schnell, um eingefroren zu sein. Ne? Oh, scheiße. Ja, schon. Der Stadt war ja schön. Was ist da? Lässt sich nicht scannen. Ein bisschen rumgucken. Da haben wir schon so Wüste. Schau mal an, der Schild verzieht. Und schon. Also, wo das schön gewählt ist, übersetzt und Leute meinen Angriff zu passieren. Mein Ebenbild zu finden muss. Ich Yoda, ich nix kapieren. Oh, da ist noch was. Stell einen Schamanen. Ah, ich muss sein Ebenbild finden. Boom. Ich finde dein Ebenbild, ich mach's kaputt. Lass mich da rein. Bämmchen. So. Yay. La 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 la. Naja, egal. Okay, was haben wir hier? Da unten aber. So. Hops. La la la. Ach, kommt schon. Ist doch nicht euer Ernst. Und ach komm. Nein. Wie ist er wahrscheinlich dieser Block wieder? Das ergibt keinen großen Sinn. Ups, nutzen wir den normalen Ballsprung dafür. Okay. Oh ja. Ich wünschte, ich könnte jetzt speichern. Ich wünschte, ich könnte jetzt speichern. Okay, zwei Energietanks, und los einfach, komm. Kann ich das Ding jetzt schon scannen? Ja, ich kann es scannen. Wave Beam. Gib mir den Wave Beam. Bestimmt nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich sowas kriegen? Das wäre nur fair. Du da bist ja mein erstes Ziel. Ah, wie war das? Ah. Lass mich mal hier drauf. Hopp, aber. Nein. Kann ich hier irgendwo wieder hoch? Hops, hops. Oh ja, ich kann hier in den Eingang rein, aber die schießen mich trotzdem ab. Weil hier von hier oben kann ich die... nicht gut bekämpfen, weil es mehrere sind. Warte da. Warum ist das gerade durch den durchgeflogen? Wieso bewegt er sich so? Da, jetzt greift mich natürlich der zweite an. Okay, Nummer 1 ist tot und da kommen direkt noch mehr. Ja, ist klar, nehmen wir erstmal den kleinen hier, den habe ich nämlich schon mal getroffen. So, Nummer 1. Das hat Nummer 2 sogar schon. Na komm, zieh ihn doch an. Ah, oh, da ist noch einer. Ah,
Na komm. Komm. Sorry, wenn ich in solchen Szenen übrigens nicht so viel sage, aber ich konzentriere mich hier, um nicht zu sterben. Wo ist der Letzte? Wo bist du? Da bist du. Und ich bemerke nochmal an, das sind die jungen Eisgiganten. Und wir werden gleich den... Hey, das geht ganz gut. La la la. Wo war der Eingang? Ich will mich verstecken. Vor ihm da. Ich will nicht. Nein, nicht Energie. Nicht Energiezelle. Das kennt ihr. Ah, er kommt auf mich zu. Da. Kurz Moment verschnaufen. Eisgigant. Dominierender Räuber in der Eiswüste von Pandarana. Eisgiganten sind den meisten Beamwaffen gegenüber unempfindlich. Mithilfe der Kristallstruktur auf ihrem Rücken absorbieren sie Energie, die sie gegen ihre Beute einsetzen. Eisgiganten haben eine verhältnismäßig geringe Ausdauer. So erklärt sich, dass sie hyperventilieren, nachdem sie eine Atemattacke durchgeführt haben. Während dieser Reaktion lässt sich der Bereich um den Mund herum verletzen. Die weiche Unterseite der Eisgiganten reagiert empfindlich auf starke Hochtemperaturstöße. In kämpferischen Auseinandersetzungen geben die Stöße von Niedertemperaturgasen ab, um ihre Gegner bewegungsunfähig zu machen. Außerdem haben sie eine Freude dafür, körperliche unterlegene Gegner zu rammen und zu zertrampeln. Super. Nein, ich will nicht... Ah ja, ich würde ihn gerne anvisieren. Samus, dürftest du? Okay, Beamwaffen sind unempfindlich und das bringt... Ja, komm, mach. Nein. Ich muss das besser timen. Ah, zwei Treffer, das ist gut. Wow, 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 wow. Zwei Treffer, das war gut. Wow, 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 wow. Lass das bleiben, mein Freund. La la la. Weil hier Beamwaffen kann ich mal zeigen. Bums, gehen auf das da oben und das bringt mir gar nichts. Ups, das war auch Reaktion. Ups. Nein, treff ihn. Ups, das war eine Missile verschwendet. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Na komm. Ah, das war... Ach, Reaktion. Warte, was machst du jetzt? Was war das? Na komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schön, braver Junge. Eins, zwei, zweimal drei. Oh, was war das? Was auch? Nein, das war keine Eisattacke. Da. Ups. Komm. Dubs. Dubs. Nein, das war... Verdammt. Na komm. Ich hab nicht mehr so viel Energie. Ich will... Wow, 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 mein Freund. Lässt du das wohl bleiben? Oh, das war's. Wow. Zum Kotzen. Übrigens, den Kampf habe ich gerade das erste Mal selbst gemacht. Yeah, es geht um Sieg. Rosa. Orangener Credit-Gericht. Wo war jetzt? Wo war? Da war? Wavebeam? Mainz? Oh ja, Mainz. Ein neuer Beam. Na endlich. Oh, Wavebeam halten. Schöne Sache. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich jetzt auf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Jetzt können wir erstes Mal den Beam wechseln. Wir haben sowas hier und wir können ihn auch chargen und sieht das Ganze so aus. Cool. Cool, cool, cool. Aber bevor ich abhaue, scanne ich nochmal ganz kurz den Raum durch, ob irgendwo irgendwas ist. La la la, la 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 la. La la la. Und was für ein Zufall, das ist eine Dingestür geworden. Hä? Gehe Face auf. Eine Lidertür, wir können jetzt Lidertüren öffnen. Ist das nicht herrlich? Nein, nein. Na komm, nein, 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 nein. Da gibt es hier schon einen vernünftigen Ballsprung in dem Spiel und ich kriege ihn nicht hin.